Ja, da sind wir auch schon wieder. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben an dieser kaputten Bank. Und es quietschen wieder die Türen. Und ja, im letzten Part ist ja was Schreckliches passiert. Wir haben ein paar Leichen gefunden. Alles sowas. Und wir kapieren immer noch nicht, was eigentlich hier vor uns geht. So, ich weiß auch schon, wo ich als nächstes hin will. Allerdings werde ich erstmal was anderes machen. Und zwar auf Wunsch von Cordia Weg und 90 werde ich jetzt nochmal hier runtergehen. Weil ich anscheinend hier vielleicht, wahrscheinlich, auch noch hier den Gang entlang gehen kann. Ich weiß es gar nicht. In diese Richtung muss ich nicht gehen. Gut, das hat sich dann auch schon erledigt. Deswegen gehe ich jetzt wieder meinen Weg. Und zwar will ich nochmal in dieses Art Hotel-mäßige Kneipending da rein. Wie das auch immer heißt. Camp Forward Inn war das, glaube ich. Jedenfalls nicht das Worms Fies. Das Worms Fies ist wirklich tatsächlich dieser Buchladen. Und weil ich damals dort einen Artikel gefunden habe, der uns ja berichtete, dass irgendeine Mine eingestürzt ist. Das war in meinem Zimmer, deswegen gehe ich da gleich nochmal hoch. Und sehen wir mal, was wir dann machen müssen. Vielleicht müssen wir da auch wirklich hin. Ansonsten hätte ich dann keine Idee, was man noch so machen könnte. Lasst uns mal schauen, ob wir da was anfangen können. Wir nähern uns, denke ich, auch schon mal hier dem Ende zu. Es wird jetzt, denke ich mal, auch endlich gelöst, die Frage, was denn eigentlich hier vor sich geht. Wer sind wir eigentlich? Warum waren wir hier? Okay, die labern dort wieder ihre Sachen. Übrigens ist der Kneipenmann weg und... Freunde! Okay. Der Gast wird scheint nicht da zu sein. Der Schlüssel zum ersten Zimmer auf der linken Seite des Flurs im Erdgeschoss. Yo! Ich glaube, wir haben was rausgefunden. Der Schlüssel zum zweiten auf der rechten Seite der Halle im zweiten Stockwerk. Lieber Scholli, ich habe was gefunden. Dann lasse ich meine Idee doch erstmal flöten gehen. War hier nicht auch was drin? Liebe Frau, hier war doch auch was drin. Wurden zwei grausam zurichtende menschliche Leichen in Northwood Wild gefunden, ungefähr 4 Kilometer vor Arkament entfernt. Okay, das ist jetzt, denke ich mal, das ist alte Geschichte. Ich will niemanden stören. War das nicht dieser Schlüssel hier? Zum ersten Zimmer auf der linken Seite des Flurs im linken Seite des Flurs. Alles klar, ich mache erstmal meine Taschenlampe an, damit wir wieder was sehen können. Das wird das hier sein. Das ist verschlossen. Na gut, dann mache ich die eben mal auf. Zum ersten Zimmer. Was erwartet uns hier? Ich bin mir sicher, dass die Frau, die in der Geschichte des Gastwirts vorkam, meine Großmutter war. Der Geschichte zufolge wurde sie kurz nach ihrer Ankunft gegen ihren Willen von ein paar geheimnisvollen Männern zurückgebracht. Es besteht also die Möglichkeit, dass das Stück, das sie mitgenommen hatte, hier noch irgendwo ist. Glaubt ihr wirklich, Freunde, dass die Mutter hier, die Großmutter war hier drinnen? Liebe Freunde, jetzt müssen wir erstmal finden, wo das hier ist. Was ist denn das hier? Das kann ich ja schon mal... Oh, unter dem Teppich? Nein. Anscheinend nicht. Ich gehe mal ins Bad rein. Kaputt? Warum sind alle Scheiben kaputt? Das ist doch nicht normal. Wenn irgendwer muss es so reparieren oder sowas. Ah, ich kann sogar den Dings hier. Ich kann sogar das hier nehmen. Was ist das denn? Macht denn hier solche Geräusche? Das kann ja. Wie ist so wieder ein Loch hinter? Habt ihr es gerade gehört? Hat irgendwie geredet. Das ist anscheinend wieder der Zimmernachbar, so wie der damals da, dieser verrückte Mann. Na komm, Bettchen, wir schieben dich mal weg. Vielleicht gibt es irgendwas Vernünftiges, das hier zu verbergen hast. Anscheinend nicht. Oder doch, ich schieb dir nochmal ganz weg. Irgendwo muss hier was sein. Was ist denn jetzt los? Mensch, Kinders. Warum ist das jetzt voll am... Ah, jetzt. Meine Güte, was ist denn hier überhaupt los? Wäre dann schon richtig anpacken hier, Howard. Ah, den Sessel kann ich nicht wegschieben. Das ist doch mal blöd. Gut, wenn ihr eben nicht gegen diesen kleinen... Was weiß ich, was ist hier? Ist ein Koffer? Sieht aus wie ein Schulranzen. Diese ekligen Schulranzen damals. Boah. Ja, genau. Schmeißen wir dich doch mal durch die Wand durch. Das ganze Ding schieben wir jetzt mal weg.
Dann geht's aber auch ein bisschen schneller. Howard, ich weiß, dass du nicht der Stärkste bist, aber du wirst doch wohl ein Bett wegschieben können, oder? Ich hab das Gefühl, dass hier irgendwas ist. So. Irgendwas heißt hier gerade. Was ist denn das? Knarzt hier wieder irgendwas? Ist da wieder was, irgendwo was am Boden versteckt? Eigentlich doch. Ich wusste es doch. Was haben wir da? Hallo? Unter diesem Fußboden scheint eine Aussparung zu sein. Unter diesem... ja. Dolch? Nein. Irgendwas muss ich hier haben. Haben wir noch unsere Brechstange? Ja, das haben wir. Hebel. Zack. Oh, da ist es. Wie ich es mir gedacht hatte. Hier bleibt keine andere Wahl, als das Objekt irgendwo in diesem Raum zu verstecken. Klasse, jetzt habe ich alle drei Teile. Dies sollte der Teil sein, den mein Groß von dem Ort mitgenommen hat. Genau das wird er sein, Howard. Und ich würde sagen, wir fügen die jetzt mal alle zusammen. Wisst ihr eigentlich, was ganz komisch ist? Ich habe diese ganzen Gedanken hier nicht ein einziges Mal zusammenfügen müssen. Im ersten Teil war das ja eigentlich meine Hauptaktion, die ich immer gemacht habe. Aber ja, eigentlich bräuchte ich die ja gar nicht. So. Fügen wir das mal hier zusammen. Vielleicht kommt da irgendwas Gescheites bei raus. Habe ich mir schon gedacht. Zeichen der Seelenverwandlung. Das Zeichen meines Albtraums. Das Zeichen seines Albtraums. Ja, wozu wir das brauchen werden, weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den zweiten Stock. Welches Zimmer war das nochmal? Das war zum zweiten Zimmer auf der rechten Seite der Halle im zweiten Stockwerk. Zum zweiten Zimmer. Wenn ich mich nicht irre, ist das Zimmer neben unserem, aus dem dieser eine Mann dort damals gesprochen hat mit uns in diesem Loch. Aber das war natürlich nur ein Albtraum. Jetzt kratzt hier schon irgendwas. Das macht mir aber... Das ist aber nicht so schön. Gut, hier müssen wir rein anscheinend. Und... Oh! Dieses Zimmer stinkt erbärmlich. Was hast du dir gedacht, Howard? Dass das Zimmer nicht stinkt, nachdem hier Jahre keiner drin war. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach so. Das Viech wieder. Wirst du mir die Wahrheit zeigen? Nein. Was ist das überhaupt für ein Viech? Sieht aus wie ein kleiner Baum oder was weiß ich. Oh! Da hat sich irgendwer ins Koma gesoffen anscheinend. Und dann hat er sich selbst in der Toilette eingesperrt. Ach, das ist doch... Was ist das denn für ein? Das ist doch genau der Mann, den wir damals gesehen haben, oder nicht? Untersuchen! Ich glaube, er ist schon eine Weile tot. Um Himmels Willen! Was geht hier vor? Der Gastwirt hat mir gesagt, dass dieses Zimmer schon eine Weile leer stehe. Außerdem hat er gesagt, dass der vorherige Gast sich umgebracht habe. Hat er damit auch etwas zu tun? Presseausweis, Karl Paleo. Geburtsdatum 1948, gültig bis 2013. Number 158. Ja, das ist jetzt auch aber nicht. Hat er noch was dabei? Der wird doch noch irgendwas dabei haben hier. Ja, das ist mir schon klar. Hat er was in der Hand? Ich weiß nicht, was das für ein Viech ist. Nein. Und wozu kam ich jetzt hier rein? Um seinen Ausweis zu lesen, oder was? Ist aber nicht nett. Hat der vielleicht irgendwas unterm Bett? Unterm Bett liegen? Freunde, ich werde das Gefühl nicht los, dass es hier irgendwas gibt, was wir noch finden müssen. Wozu bin ich denn hier reingekommen? Hallo? Macht das einen Sinn? Das macht keinen Sinn. Irgendwie. Jetzt habe ich einen Ausweis von dem, obwohl. Ich habe den noch nicht mal mitgenommen, diesen Ausweis. Hä? Ja, Karl Paleo. Das ist schon klar, Howard.
sieht richtig schön entstellt aus. Das macht keinen Sinn. Kratzt er wieder. Ja, ja. Vor allem, warum haben wir denn hier kein Waschbecken in diesem Badezimmer? Ich glaube, die haben das Waschbecken ja abmontiert, sonst hätte dieser Mann hier nicht hingepasst. Aber was bringt denn das, liebe Freunde? Wozu komme ich denn in das Zimmer, wenn hier nichts ist? Ist das sinnlos? Ich gehe wieder raus. Das macht voll keinen Sinn. Ich will niemanden stören. Gehe ich eben hier rein. Pech. Was habe ich denn hier? Ach so, das war die Zeitung. Ja, die kenne ich noch. Ey, Alter, nee, da muss doch was sein, ey. Das regt mich gerade voll auf. Warum hat denn das Viech gerufen? Wirst du mir die Wahrheit zeigen? Freunde, hier gibt's doch irgendwas. Ich gehe nicht weg, bevor ich irgendwas gefunden habe. Wirst du mir die Wahrheit sagen? Zeigen? Aber der hat auch nichts. Ich kapiere das Spiel nicht. Ist das so? Hat der da was in der Hand oder hat der nichts in der Hand? Der hat nichts in der Hand. Das ist so sinnlos. Warum liegt der denn hier? Was ist das überhaupt für einer? Muss ich hier irgendwie was ankreuzen? Gültig bis bla bla bla. Ist das umdrehen? Kann ich auch nicht. Ach, Freunde, ich gehe wieder weg. Nur habe ich keine Ahnung, wohin. Dolch haben wir. Familienwappen. Titel, auf dem etwas geschrieben steht. Aber ansonsten haben wir nichts. Also, Freunde, was soll man machen? Wir haben übrigens auch noch eine Spieluhr. Wozu brauchen wir das? Ich habe sogar noch ein Spielzeugauto. Wozu brauchen wir das denn? Oberfläche. Ring. Zeichen meines Albtraums. An der Wand ist auch nichts, oder? Nö, irgendwie nicht. Ich bin gerade voll durcheinander. Ich meine, toll. Die machen doch nicht extra ein Zimmer, damit ich hier irgendwie so einen Ausweis finde. Ich darf den nicht mal mitnehmen. Das ist nicht mein Zimmer. Es ist schon klar, dass es nicht dein Zimmer ist. Na gut, dann gehe ich eben wieder weg. Dann gehe ich halt. Ich gehe auch nicht aufmachen. Mann, ist das gestört. Meinte, ich habe irgendwas verpasst. Ich glaube, ich habe irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas habe ich vergessen, deswegen komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ja, ja, das ist schon klar. Das hast du auch schon mal gesagt. Moment mal, warum sagst du das jetzt nochmal? Warum hat er das jetzt nochmal erzählt? Weil ich hier auch noch was vergessen habe, oder was? Nein. Ihh, einer pisst gerade. Dann halt nicht. Ich gehe wieder raus. Und sehe mich mal um. So was von sinnlos. Das ist doch... Was ist das denn jetzt? Genau wie der Raum da unten. Der bringt irgendwie auch irgendwie nichts. Ich gehe mal wieder raus. Mal sehen, vielleicht gibt's ja irgendwas. Come forward in. Hier kann ich immer noch nicht rüber. Trotzdem brennt da ein Eimer.
Taschenlampe kaputt. Bahnhof, ich gehe einfach mal wieder zum Bahnhof. Ach so, ja gut. Dann halt nicht. Was ist denn los hier? Ja, ich fahre wieder zurück zur Villa. Vielleicht gibt es irgendwas Interessantes. Obwohl ich das stark bezweifle. Wir müssen einen Eingang finden, der uns zu dieser Stadt führt. Wo gibt es diesen Eingang? Warum ist der Gastwirt weg und wo ist Henry? Die Idioten stecken wahrscheinlich alle unter einer Decke. Wo ist Mr. Nolder hingegangen? Ich muss ihn finden, bevor ich gehe. Hä, hey, was hat denn jetzt mit Love Nolder? Der hat doch gesagt, er geht weg und er kommt irgendwann wieder. Es ist zu dunkel. Natürlich ist es zu dunkel. Verschlossen. Hier war ich auch noch gar nichts drin, oder? Hier gibt's doch nichts. Vielleicht haben wir einen neuen Schlüssel, der aufgetaucht ist. Auch nicht. Jupp. Ich gehe mal zum... Hier wollte ich gar nicht rein. Ach Mann, ich will da nicht runter. In diesem Kaff da unten muss ich ja nicht nochmal rein. Oder? Ah, muss ich nicht. Ich habe ja keinen Schlüssel. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal wieder zum Brunnen. Weil der Brunnen war ja... Ich glaube, wir müssen in den Brunnen. Weil der Brunnen abgeschlossen ist, deswegen. Deswegen gehe ich jetzt zum Brunnen. Brunnen willkommen. Allerdings bräuchte ich wieder einen Schlüssel für. Vielleicht kann ich ja das Teil da einsetzen oder was weiß ich. Ich weiß gar nichts gerade. Ich versuch's doch mal am Brunnen und dann gehe ich einfach. Irgendwo woanders lang. Auf jeden Fall will ich das Spiel heute durchspielen. Das werde ich auch schaffen. Ich spiele jetzt so lange, bis ich das durch habe. Freundchen, wo geht das lang? Schneit, es schneit. Ich kapiere überhaupt die ganze Wetterkonstruktion überhaupt gar nicht. Ich meine, hier schneit es und in der Stadt schneit es nicht. Ja, in diesem anderen Häuschen schneit es wiederum. Das andere Häuschen vielleicht. Das da. Das andere Häuschen, vielleicht müssen wir da nochmal hin. Brunnen ist verschlossen. Und hier ist ein seltsamer Mechanismus. Ja, eben. Also müssen wir da doch rein. Aber wie? Nein. Das wird nichts. Mit dem Dolch. Ja, voll mit dem Dolch. Ach, schade. Ja, lieber... weil ich werde jetzt alles hier anwenden und das wird dann irgendwann gehen. Müssen wir was anderes ausprobieren. Also sind wir hier auf jeden Fall schon mal richtig. Irgendwas muss hier rein. Die Wahrheit kann uns auch nichts zeigen, oder? Schraubenzieher, ja, Schraubenzieher. Ach, Freundchen. Gut, ich mache jetzt hier auch mal erstmal einen Schnitt. Und wir sehen uns dann gleich, beziehungsweise beim nächsten Mal wieder.